Eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten, We Will Rock You, feiert heute Abend Hauptstadtpremiere. Über 1000 geladene Gäste wollen es sich natürlich nicht nehmen lassen, das Erfolgsstück von Regisseur und Autor Ben Elton in Berlin zu feiern. Und so gehören sie zu den 10 Millionen Besuchern, die We Will Rock You weltweit bereits gesehen haben. Eine Krönung der ohnehin schon grandiosen Queen-Erfolgsgeschichte. Willkommen, meine Damen und Herren. Ich stehe in Berlin, mitten im wunderschönen Theater des Westens. Und da unten auf dieser Bühne findet sie gleich statt, die Premiere von We Will Rock You. Und bevor es hier richtig voll wird und bevor es losgeht auf der Bühne, möchte ich gerne wissen, wie sieht's denn auf unserem Rock'n'Roll schwarzen Teppich aus? Wie viel Rock'n'Roll steckt in unseren Promis? Und wie rockt Berlin, unsere Hauptstadt? Also ich finde, dass Berlin die Stadt ist, der alle diese Unterschiede einfach in sich trägt, die auch Queen als Band in sich getragen hat, die die Musik einfach hat, alle diese Variationen, die Queen ausstrahlt. Ich finde, Queen hätte sich hier, wenn Freddie Mercury noch unter uns waren würde, der wäre in Berlin mittlerweile, der hätte sich wahnsinnig wohlgefühlt. Ich hoffe, heute schöne, laute, gerade Musik von Queen zu hören und da bin ich begeistert. Ich freue mich auf die Songs einfach und auf die Inszenierung. Mal gucken, was da alles so passiert. Bin sehr froh, hier zu sein. Und nicht nur die Stars und Sternchen halten große Stücke darauf, dass We Will Rock You nun in Berlin zu sehen ist. Auch die Queen-Rock-Legenden selbst, Brian May und Roger Taylor, sind mehr als angetan von der deutschen Hauptstadt. We have a great history with Berlin musically. That much I know. We go back a long way. I think Berlin has a great issue with freedom of individuality and in musical freedom as well, and it's a very passionate place, so I think the musical will connect very well. Okay, wir haben's gehört. Unsere Promis sind bereit, sie stecken voller Rock'n'Roll und auch die Stadt ist bereit. Stellt sich natürlich nur noch die Frage, wie sehr beben die 114 Jahre alten Mauern vom Theater des Westens mit? Ich werde es erleben, denn jetzt gehe ich genau in diese Vorstellung. We will rock you! Als grandiose Zugabe der perfekten Vorstellung kam Brian May auf die Bühne und rockte gemeinsam mit den Darstellern das Theater des Westens. Was für ein historischer Moment. Roger Taylor und Brian May zusammen hier im Theater des Westens auf der Bühne. Brian May hat tatsächlich vorhin noch bei der Zugabe sein Solo gespielt. Das war ein ganz besonderer Moment. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Das war eine der besondersten Premieren, die ich hier je gesehen habe. That's Rock'n'Roll. You look so great. Well, I used to a long time ago. Thank you so much and enjoy the evening. Thank you. I hope Berlin likes We Will Rock You. I think so. We will rock it. Thank you. Bye. Thank you. Did you like that? I loved the ending. It was so amazing. And it was so beautiful. Everyone was just standing up and clapping their hands. And I mean, the entire show was just filled with songs that the crowd could sing. It was a beautiful experience. I feel very lucky that I was here tonight. We will rock you. We will rock you. We will rock you ist toll. Ja, ist echt toll. Es war total cool. Und ich habe schon mal ein Musical gesehen, aber das ist wirklich nicht zu vergleichen. Es ist wirklich, es rockt einfach. Also ich fand es irgendwie extrem interessant, wie sie es geschafft haben, die Lieder wirklich jeweils zu den Stories genau passend zu schreiben. Das heißt, sie haben wirklich immer Szenen gebracht, die zu dem Lied so super gepasst haben, dass man einfach das Lied richtig mit diesem Bühnenbild zusammen fühlen konnte, in Anführungsstrichen.
Botschaft. We will rock you. We. Meine Stimme ist im Arsch, aber so ähnlich klingt das. Danke. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich glaube, dass die Stimmung auch gut war, gerade im zweiten Teil, auch von den Zuschauern. Und super Künstler, super Musik, super Gesang. Sind Sie ein Musicalgänger? Jetzt ganz ehrlich, Sie können ganz total ehrlich sein. Mit mir kann man ganz ehrlich reden. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Ich mag Musicals sehr gerne. Ach echt? Hätte ich nicht gedacht. Doch, auf jeden Fall. Aber wenn ich wirklich ehrlich bin, dann wäre ich heute eigentlich nicht gekommen. Ich habe mich sozusagen ein bisschen überreden lassen und ich bin froh, dass ich hier gewesen bin. Das, meine Damen und Herren, ist der Moment, den ich ganz besonders liebe. Jetzt wird nämlich die Cast aufgerufen und da kann man mal sehen, wie unterschiedlich die auf einmal ausschauen. Wie anders, ganz anders als auf der Bühne eben noch. Das ist immer ein sehr schöner Moment, weil da wird die Cast nochmal ganz besonders gefeiert. Du hast mit Brian zusammen auf der Bühne gestanden, du hast gesungen, er hat gespielt. Wie war das? Ja, geil, was sonst? Ich habe nur in dem Moment gedacht, oh, es gibt's, ich will da hin, ja. Ich will an ihrer Stelle sein. Ist toll, ist toll. Also mit, allein schon mit Komponisten einfach selber auf der Bühne zu stehen und dann noch mit so Größen, ja, und Brian, und es ist mein Gitarrenheld, seit ich 14 bin. Und ist bin das gespannt. Immer so in jeder Vorstellung, dass das Publikum schon weiß, wann sie anfangen zu machen? Nö, nicht immer. Nicht immer. Also spätestens, wenn der Rhythmus wirklich einsetzt, dann sind sie dabei. Und jetzt alle. We will rock you. We will rock you. So, meine Lieben, ein ganz besonderer Abend neigt sich jetzt dem Ende. Ich werde auf alle Fälle meinen Eltern von diesem schönen Abend berichten. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Jung und alt, ihr werdet euch alle hier bei We Will Rock You bestens amüsieren. Also wir sehen uns hier und wir feiern noch ein bisschen.